Ich bin Oskar von den Dogspotters und gestern Abend durften wir als Dogspotter bei der Eröffnung des Dogs den ersten Film Tracing Light zusammen gucken. Der Film Tracing Light handelt von Künstlern, die gemeinsam mit Forschern Kunstwerke zum Thema Licht anfertigen. Da der Film oft besondere und interessante Standbilder hat, werden wir jetzt in der Leipziger Innenstadt rumgehen und Leute fragen, ob diese an den Standbildern erraten können, dass das Thema Licht ist. Na, Memento Mori, Vanitas, dieser ganze Kram. Es gibt ein Element, was sich durch alle Bilder zieht. Es gibt einen, das ist, ach Ja, so, wahrscheinlich Erkenntnis, Licht oder Katharsis oder Sie sowas. haben es schon gesagt, Dann ist es Licht wahrscheinlich, ist das Thema. ja, okay. Ja. Licht. Sie haben es direkt. Im ersten Okay. Wort, das Thema ist tatsächlich Licht. Okay, ich würde sagen Tod. Bei dem brennenden Feuer, da denke ich an Todesrituale. Also das ist ein symbolisch für mich für also nach dem Tod. Das, also was danach passiert, vielleicht. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, es sagt mir gar nichts. Naja, Licht würde ich jetzt sagen. Oh, Sie haben es direkt. Licht ist das Thema des Films. Okay. Beleuchteter Totenschädel. Da fällt mir nichts dazu ein. Das ist Aufbruch. Aufbruch. Halloween-Vibes. Ja. Irgendwie finde ich es widersprüchlich, weil so Wasser, Feuer. Ja. Keine Ahnung, das Licht am Ende des Tunnels so. Ja, das war schon gut. Also alles hat so ein bisschen was mit Licht zu tun, würde ich Ja, sagen. exakt, richtig. Hast Okay. du erraten? Der Film begleitet quasi verschiedene Künstler und Künstlerinnen, die sich mit Quantenphysikern und so Lichtforschern treffen und dann daraus Kunst machen mit ihren Erkenntnissen und mit dem, was sie erforscht haben quasi. Crazy, klingt spannend. Ja, und wenn du willst, kannst du dir den auch nochmal angucken. Der läuft nochmal diese Woche. Okay. Das waren jetzt natürlich ziemlich viele Leute, die wir gefragt haben. Überraschend war für mich, dass es wirklich sehr viele erraten haben und viele auch begeistert waren. Es hat zumindest so gewirkt, als würden sie sich den Film vielleicht sogar selber anschauen. Das war's von unserer Straßenumfrage. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich bin raus.